Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Millennials Resort 2.0 mit Nakondo. Um Millennia. Ja, ich versuche ganz schnell das zu machen. Das ist immer so lang. Ach ja. So, wir wollten nach oben. Das heißt, wir nehmen mal hier alles mit, oder? Kurz warten, bis der Stein da zu Ende gebrannt ist. Ja, wir hauen uns die Taschen voll und dann gehen wir nach oben. Ich habe den schlauen Zettel hier auch liegen mit der, also mit den Koordinaten. Koordinaten? Oh. So, die nehme ich schon mal raus. Ja, wir haben jetzt ja relativ viel an Eisen und sowas, also an Materialien. Ja. Was ich schon mal ganz gut finde. Auf jeden Fall. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir den Eingang, das Hauptgebäude und so machen. Also unseren Bereich erstmal, weil wir brauchen ja erstmal auch einen Bereich, wo wir Sachen anbauen können und so. Das erkläre ich dann gleich alles. Okay, alles klar. Okay. Schön, dass du dir schon wieder Gedanken gemacht hast. Ja, natürlich. Das ist ja, kennt man ja auch schon von uns irgendwie. Millennia ist ja hier die Kreative und Maikondo ist nur der Gehilfe. Genau. Das ist ja bei Minecraft. Der Handlanger. Das ist ja bei Minecraft nichts Neues. Deswegen habt ihr jetzt ja auch schon wieder die Aufnahmesicht Millennia. Ja. Das ist wie früher halt das meiste. Obwohl früher warst du ja eine ganze Zeit lang komplett nur aus deiner Sicht. Ich werde jetzt zwischendurch natürlich auch immer mal aufnehmen. Ja. Aber dann eher bei Höhlentouren und solche Sachen oder wenn wir sonstige Erkundungen machen oder so. Ja. Ich denke, Bausachen sind immer ganz gut von deiner Sicht aus. Ja, das kann schon passen. Ich bin da so völlig unkreativ. Hast du noch irgendwas, was du mitnehmen kannst, was du noch so stacken kannst? Ein bisschen kann ich noch was mitnehmen. Was brauchen wir denn noch? Nur das, was noch in der Kiste ist. Ja, das kann ich noch mitnehmen. Ja, ich warte jetzt hier noch eben, dass das fertig gebrannt ist. Der Stein ist jetzt hier gleich fertig. So, den habe ich den letzten mitgenommen. Da sind noch zwei, die noch brennen. Ich würde jetzt einfach mal eben kurz noch ein bisschen Kohle in den Ofen unten packen, weil das Eisen, das sind noch 18 Stück. Ja. Die sollten ja theoretisch weiter brennen, wenn wir auch oben sind. Denn umgekehrt war es ja auch so, dass das Korn gewachsen ist. Ja, das stimmt. Das sollte schon passen. Willst du das also hier lassen, ja? Ich kann dann in 10 Minuten nochmal gucken gehen oder irgendwie sowas. So, dann hole ich mal unseren schlauen Zettel mit den Koordinaten. Ja. Den ich erst auf den Monitor geklebt habe und dann mit Glasreiniger schön nass gemacht habe, als ich den Monitor geputzt habe und gedacht habe, der liegt da vielleicht nicht so gut. Aber ich habe ihn trotzdem zur Hand. Ich weiß nur noch nicht, wo ich ihn lagere in Zukunft. Okay. Guck mal, da sind schon Sachen. Ach so, das ist nur... Ah, schon gut, schon gut. Okay. Ja, ich habe gelesen gehabt von der Puschel... Mama? Ja, Puffelmama, glaube ich, oder so, ne? Richtig. Auf jeden Fall hat sie wohl die Voxel-Map installiert und bei ihr läuft die wunderbar. Und ich habe mir gedacht, ich gucke die vielleicht auch demnächst nochmal an. Mhm. Ja. Das wäre natürlich nett, wenn wir... das wäre natürlich nett, wenn wir da nur draufklicken bräuchten. Ja, es wäre schon wirklich angenehmer, auf jeden Fall. Ja. So, die Kisten sind hier natürlich alle proppenvoll. Können wir schlafen? Kannst du das mal ausprobieren? Kannst du nachts und während eines Gewitters schlafen. Okay. Schade nicht beim Reden. So, pass auf. Ich hau unsere Knochen gleich aufs Feld. Ja, pass auf. Wir sollten vielleicht noch mal die ein oder andere Kiste organisieren, damit wir mal unser Zeug loswerden. Ja, dann mach das doch mal. Ich mache. Kümmer du dich um die Kisten und ich hau hier nämlich das Knochenmehl mal aufs Feld, damit wir endlich von diesem blöden, wir haben nichts zu essen, wegkommen. Mhm. Weil wir haben jetzt ja schon einige Brote. Richtig. Und es wäre wirklich toll, da mal ein bisschen entspannter sein zu können. Ja, ja. Die Karotte sieht jetzt immer noch genauso aus wie vorher auch. Ja? Ja. Also es ist hier aber definitiv was gewachsen, als wir unten waren. Okay. Ich ernte die jetzt ab. Ja. Wenn das wieder nur eine wird, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja? Ah, guck mal, 3 Stück. Ah ja, dann wenigstens das. Wenigstens das, genau. Wo soll ich die Truhen denn hinstellen? Sollen wir hier so eine Reihe aufstellen erstmal oder wie? Ja, mach das erstmal, genau. Ja, ne? Im Moment ist das eigentlich noch völlig egal. Ja, wir haben ja eh noch keinen Platz, wo wir lagern können. Genau, also wie gesagt, ich erzähle gleich, wie ich mir das gedacht habe. Ja. So, warte mal, können wir schon mal anfangen zu sortieren hier mit dem Stein, weil du hast da ja schon begonnen mit. Ja. So, ich habe jetzt 9 Brote. Ich
würde das Feld jetzt auch erstmal nicht wirklich viel größer machen, also eigentlich gar nicht größer machen, denn das kommt sowieso dann woanders hin. Okay. So, ich mache mal alles an Holz rein. Ich sortiere das mal so ein kleines bisschen, okay? Ja, mach mal. Ich habe hier ein bisschen Kohle zusammengepackt. Und ich schmeiß einfach mal alles da rein und erzähl dann gleich mal, wie ich mir das gedacht habe. Wenn du möchtest, kannst du ja kurz mitkommen und dir das angucken. Ja, auf jeden Fall. Den gebrannten Stein, den du mitgenommen hast, den bräuchte ich. Wo hast du den drin? Ich brenne auch nochmal anderen Steine. Ich nehme den hier mal raus und versuche mal so viel wie möglich an Stein zu brennen. Ich nehme einfach mal, ich habe jetzt den ganzen Greenstone einfach mal ins Inventar gestopft. Hier ist noch ein Stack ist da noch drin. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Okay. So, den Weg würde ich gerne wieder aus den normalen Wegplatten machen, also aus den Stone Steinstufen. ja. Das würde ich ganz gerne so handhaben wie vorher auch. Und ich glaube auch, dass ich die Brücken ganz gerne wieder so bauen würde. Okay. Hallo. Na du? So, ich habe hier noch. Das Knochen. Ist nass. Geh doch da rein. Johnny, du auch. Geh doch da rein. Ich hau da nochmal Knochen auf hier. Das ist was. So. Ja, geht das nicht? Knochenmehl, nicht Knochen. Ja. Der war gut. Musstest du das jetzt erwähnen? Du hättest mich auch einfach nur anticken können. Ja, hätte ich, stimmt. Boah, ich hätte eine Schaufel mitnehmen können. Also, ich mache jetzt hier erstmal, deute das jetzt erstmal an, ne, den Weg. Ja, ich komme, wie gesagt, gleich zu dir und gucke mir das da an. Das interessiert mich auch. Wir sollten vielleicht Juli und Johnny mal ein Dach machen, aber die gehen einfach nicht rein und es regnet und regnet. Die werden noch, kriegen noch eine Erkältung. Ja, das wäre nicht so toll. Ne. So. Ja, hier kommt dann irgendwie die Brücke an. Da müssen wir dann nochmal schauen, dass wir darüber auf jeden Fall mal eine Brücke machen. Es gibt sonst immer so nasse Füße, wenn man in die Richtung will. Nasse Füße sind nicht gut. Nee. Ja, ich mache eine Kuhkiste hier hin. Boah, ist das... Ist das jetzt, guck mal. Was denn? Da läuft das Wasser durch die... unter den Halbstufen läuft das Wasser lang? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, dann war da irgendwas... Okay. Habe ich da verpeilt. Okay. Also, wir machen wieder, ne, 5er Breite, die Hauptwege. Ja. Ich denke, das ist mal ganz gut gewesen. Und da, wo jetzt unsere Hütte steht, ungefähr, würde ich gerne den Haupteingang machen. Provisorische Hütte, meinst du? Genau. Die kommt jetzt in die Hütte. Also recht schnell. Ja. Ich merke das schon, ich komme diesen Part wieder nicht zu dir rüber. Ja. Am Ende. Macht nichts. So, ich will hier eigentlich gar nicht zu viel wegbuddeln, denn wir gehen hier ja auf jeden Fall eine Etage höher, also einen. Ja, auch auf dieser Ebene. Das nehme ich noch weg hier. Finde ich hier unten in dieser Höhle eigentlich irgendwo Lava? Oh, ich erinnere mich nicht. Was möchtest du denn mit Lava machen? Ich möchte gerne ein bisschen was an Erde wegschmeißen. Ja, das müllt uns das alles so voll. Ich will nicht alles wegschmeißen, aber ein bisschen. Ja. Jetzt bin ich schon wieder im Dungeon, ganz toll. Ach nö, ich hab dir keine Erde in die Kiste gepackt. Ah, vielen Dank. Wir sollten. Ich hätte mir vielleicht einen Eimer machen sollen, ne? Also wenn du Lava mitnehmen möchtest, ja, wäre das schlau gewesen. Pass auf, ich komme nochmal zurück. Ich tippiere mich nochmal zu dir. Ja. Also nicht erschrecken. Den Rest würde ich jetzt einfach mal lassen. Wir gehen hier hoch dann. Auffüllen haben wir genug Erde, ne? Zum Auffüllen. Erde haben wir genug. Also, wie gesagt, ich lasse ein bisschen was auch da. Ja. Will nicht alles wegmachen. So, da gehen wir jetzt hoch. So, dann. Ich möchte auch wieder eine Mauer haben, um zu. Ja, und zwar eine, die unüberwindbar ist. Für Zombies, Tiere, Spieler.
Ja, also es soll komplett unüberwindbar werden. Also dass das Resort halt so ein bisschen geschützt ist. Mhm. So, okay. Ach so, doch, klar, natürlich. Dann gehe ich nochmal kurz runter. So. Und dann würde ich jetzt hier einfach das Ganze ein bisschen anpassen. So. Zack. Genau. Hier vielleicht doch auch nochmal ein bisschen was hin. Ne, ich denke, kann sich der Weg schon mal sehen lassen. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, der Haupteingang, der würde dann hier so etwa liegen. Hier würde ich das noch ein bisschen weitermachen und hier die Mauer lang. Mauer habe ich mir auch schon überlegt. Ich mache das mal. Also, die würde ich wirklich sehr, sehr einfach halten wollen. Ja. Aus Laub und aus Kobbel. Das war ja vorher eigentlich auch so. Nur, dass ich die diesmal noch einfacher machen möchte. Es wird im Übrigen dunkel, wäre schön, wenn du wieder hochkommen könntest. Ja, ich bin sofort da. Ich hatte doch irgendwo eine Schere. Mist, ich krieg das doch einfach nicht hin, hier Lava zu machen. Komm, ich bin gleich bei dir. Ja. Ich habe hier nur noch Eisen gefunden. Ich will mir einfach mal ein bisschen Laub. Die machen wir dann gleich weg. Nicht so hässlich aussehen hier. Ich habe nur, glaube ich, gar keine Axt dabei. Also nochmal nach oben. So, da bin ich. Schön. Gut, dann sollten wir jetzt erstmal schlafen. Ja, bin schon unterwegs. Wenn du Brote brauchst, musst du Bescheid sagen, ne? Ich habe noch 8 Stück. Ja, gut, ich auch. Ja, bist du, da haben wir noch ein bisschen. Das passt. Sollte nicht so problematisch sein. Ich esse auch mal gleich eins von. So, genau. Mauer hatte ich mir eben auf diese Art und Weise gedacht. Weil dann kann man nämlich auch schön hier so um die Ecken gehen. Also es wirklich noch mal darunter zu gehen, ganz, ganz einfach halten möchte ich das Ganze. Und eben auch nicht mehr diese... diese... Oh, Muli, Vorsicht! Was ist? Ein Enderfutz. Ein Enderfutz. War bei Muli und Johnny drinne. Ist aber... jetzt weg, alles ja? Gut, alles gut. Den beiden geht's gut. Also so würde ich ganz gerne die Mauer machen. Mit Gebüsch oben drauf. Genau, ja. Mit Gebüsch oben drauf. Und ich hatte mir überlegt, auf Blätter spawnt ja, glaube ich, nichts. Ne? Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Du meinst Monster? Ja. Ich glaube, die spawnen da nicht. Ich muss diesen Enderfutz hier wegmachen. Ich weiß auch gar nicht, habe ich Mob-Briefing aus? Doch, habe ich aus, ne? Die Creeper machen auch nichts kaputt. Ich glaube, das hatte ich ausgeschaltet. Ja, du hast zumindest gesagt, dass du es ausgeschaltet hast. Da unten ist eine Arbeit. Ich versuche mich jetzt mal darunter zu graben. So, ich... auch wenn da jetzt keiner was mit anfangen kann, was ich mit darunter meine. So, ich werde jetzt hier einfach mal ein paar Stufen draufpacken. Und dann gucken wir uns das an. Und schauen mal, ob wir das Ganze so auf diese Art und Weise machen. Schöner wäre es ja, wenn die Hecken nicht so breit wären, ne? Also von Dings gibt es das, ein Crayfish, dieser Furniture-Mod. Aha. Da sind die, da gibt es Hecken, die sind nicht so breit. Das wäre toll gewesen. Ja, aber Mods haben wir leider keine. Nee, kommen auch keine. Ich lasse das mal so und dann kannst du das gleich dir mal angucken. Oh, wollte ich gleich. So, genau. Und dann, erzähle ich gleich, wenn du dann wieder da bist, wird dann wahrscheinlich nächster Part, wo es dann weitergeht. Ja, so in etwa wird es wahrscheinlich werden. Ich bin aber gleich bei Alabon. Aber es ist jetzt auch der Part schon fast vorbei. Ja, eben. Ich warte noch, bis du da angekommen bist. Ja. Ich buddel hier schon ein bisschen was weg. Den Stein können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und den Eingang und so kann ich ja noch gar nicht machen, weil wir ja das Holzhaus da noch stehen. Mal in die Schlucht runtergegraben. Kannst du dich da noch dran erinnern? Mhm, ja. Ja, da war ja voll mit Lava. Ja, eben. So, und jetzt, da komme ich hoffentlich ran. Hier können wir... Hier, Glückwunsch übrigens. Danke. Hier können wir ja eigentlich auch den Boden noch austauschen. Das meiste wird ja wahrscheinlich sowieso grün werden. Wir haben ja alles voll Stein. Mhm. Ich bin übrigens wieder da, ne? Das ist schön.
Dann mach doch deinen Mülleimer da noch eben fertig. Da muss ich ja Stein drumherum machen, ne? Solltest du, ja. Sonst brennt uns das ab. Ne? Reicht eine Lage? Kannst du, wenn du was machst, bitte das nicht da machen? Mach ich. Ich mach das im nächsten Part, dann suche ich mir einen schönen Platz aus. Du kannst das hier einfach erstmal machen, provisorisch. Weil wir müssen da rum, weißt du? Also da die Ecke brauchen. Ja. Guckst du dir mal eben die Mauer an? Ich hab da jetzt Slabs oben drauf gepackt. Ich finde, das sieht ein bisschen netter aus wie ohne. Ja, und so realistisch. Ja, ne? Ja, aber also, das sieht gut aus, ja. Man könnte auch Mauern zwischenpacken. Das ist okay. Nein, das Problem ist, wenn du da Mauern zwischenpackst, dann kommen eben so Sachen wie Hühner, Kaninchen, die eben so klein sind, die kommen da durch. Und die Psychos auch. Ne? Also, okay. Das ist dann nicht wirklich hundertprozentig zu. Und das ist schon ein bisschen doof. Ist eigentlich nur so, wenn man über Ecken geht, aber ja. Ja. Ist dann irgendwie nicht so richtig hundertprozentig zu, deswegen wollte ich das so machen. Da hast du recht. Okay, dann würde ich aber sagen, beenden wir jetzt erstmal den Part und im nächsten Part erfahrt ihr dann endlich, was ich hier vorhabe. Richtig. Okay, also bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.